Und dann kann man eigentlich nur die Stühle ein bisschen weiter auseinander machen hier. Was ist das denn da? Baustelle. So. Mach ich das schneller, ne? Noch ein bisschen. Machen mit dem Handfeger, weil ich glaube, das kriegt der Staubsauger gar nicht alles weg. So. Meine Jacke wollte ich auch noch mal schneiden, dann habe ich jetzt auch wieder vergessen, aber egal, die lasse ich sowieso hier, die brauche ich nicht mitnehmen. Staubsauger, ne? Nur diesen komischen Akkusauger, so muss man sich mal einen holen. Da hat immer irgendwie was anderes zu tun. Das ist bestimmt Brot. Und das mag ich nicht. Mein Sohn schläft hier ja auch, also das ist nicht so gut, wenn da ganz Brot drin sind. Unbedingt von Emma mal diesen Waschsauger holen, damit ich das Sofa einmal sauber machen kann. Aber das wird wohl nichts mehr. Diesmal. Nächstes Mal. Dann kann man es mal einmal gründlich abgesaugt. Ich bin Fußboden eigentlich. Ich habe meine Videos noch nicht mal alle geschnitten, ne? Glaubt ihr das? Es muss eigentlich jetzt auch der 1 Uhr Vlog eingestellt werden. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. So. Gut. Schon erledigt. Das wieder hin. So, alles voller Hunde hätte ich was gesagt, Vögelstaub und auch der Teppich nimmt viel Staub oder lässt viel Krümel, Fussel, lässt viel Fussel. So, gut. Okay, die Vögel noch hier, kann ich alles wieder da reinmachen in den Teppich. So, ja, dann ist eigentlich nur noch morgen, ne? Und dann ist vorbei mit mir hier auf der Semester. Dann gehe ich, weil Freitag kannst du ja nicht mitzählen. So. Provisorisch einmal, damit es nicht alles wieder hier lang.
verlaufen sozusagen auf dem Teppich. Ich wollte eigentlich diese Fensterfronten auch noch einmal putzen. Vielleicht mache ich das nachher nochmal. Mal schauen. Ich muss auch irgendwie Fleisch noch kaufen oder so. Guck ich gleich mal, was im Eis ist. Kimi war ja einkaufen, hat da Fleisch gekauft. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat irgendwas gekauft. Ich weiß nicht, was ich mal gucken. Oder mein Mann. Ich gucke mal gleich. Wenn nicht, dann würde ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal was Fleischloses machen. Aber keine Ahnung. Mein Sohn isst halt am liebsten Fleisch. Und bei diesem Türken will ich nicht nochmal kaufen, weil da habe ich ja letztes Fleisch geholt, was nach Pups riecht. Wenn ich einmal sowas habe, dann kaufe ich da nie wieder. Nie wieder. Da kann der noch so gut vorher gewesen sein. Einmal schlecht ist für mich immer schlecht. So. Das ist das. Und dann ein bisschen frische Luft vielleicht mal. Müsste jetzt so eins sein, würde ich mal sagen. Und dann muss ich gleich meinen einen Uhr-Vlog einstellen, was ich noch nicht gemacht habe. Aber ein bisschen in die Luft. Oh, komm. Oh, herrlich. Oh mein Gott. Das ist ja frische Luft hier. Das riecht aber nicht nach frischer Luft, das riecht nach Essen. Irgendjemand kocht. Ja, der vorletzte Tag. Für mich so als vollständigen Tag gesehen. Noch hier sind welche. Vermissen werde ich, glaube ich, dieses miese Regenwetter nicht. In Albanien soll noch richtig schön sein, richtig sonnig. Ich habe eben auch geguckt, war richtig sonnig, habe ich die Hunde nicht gesehen. Die waren wahrscheinlich in ihrem Gehege da, in ihrem, zwischen ihren Häusern liegend. Ja. Da muss ich auch noch mal gucken, ob ich den für den Winter, weiß ich nicht, irgendwie noch mal, weil wenn die Regenzeit beginnt, die liegen bestimmt dann auf den Fliesen vor meiner Tür, hundertprozentig, statt in ihrem Gehege zu liegen. Da bin ich sicher, und das ist dann einfach auch zu kalt, ne? Aber wenn ich den irgendwie ein Teppich hinlege, dann machen die das, dann hauen die den kaputt, beziehungsweise beißen den kaputt. Ach, das finde ich jetzt auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Ja. Überall sind diese kleinen Häuschen, ne, für die Kinder gebaut. Richtig süß. Stehen überall, stehen da hinten auch. Jede Anlage hat so einen Spielplatz. Ich glaube schon, dass es auch für alle öffentlich ist. Aber man könnte da auch die Türen zumachen und dann hat jeder Eingang ja auch so seinen eigenen Spielplatz, ne, aber er ist, glaube ich, auch öffentlich zugänglich hier. Aber wenn du die Tür zumachst, könnte jeder also auch. Und hier ist ja auch so eine kleine Gartenanlage privat, richtig gut gemacht, finde ich. Na gut, dann gehen wir mal wieder rein. Und jetzt werde ich anfangen zu schneiden. So machen wir das. Kann ich denn jetzt hier durch? Mich selber verbaut. Ja. Und dann will Jenna zu Rossmann. Das machen wir dann gleich. Wenn ich die Videos eingestellt habe, was ich noch gar nicht gemacht habe, wird wohl sicherlich so 3:30 dann ungefähr sein. Dann holen wir ihr das. Aber wir wollten nochmal nach dem Fleisch gucken. Ne? Das mache ich nochmal eben. Halblife muss ich noch drehen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Bin noch nicht ganz so wieder hier in Position. So. Ne, hier ist noch Pina. Ein bisschen. Aber nichts. Hä? Ja, das war wo Acelia. Süß. Mit dem Handtuch. Nee, da ist nichts an Fleisch. Na dann müssen wir mal wieder. Dann müssen wir was holen, ne? Aber das ist doof, weil Hellal gibt es nur bei den Türken. Naja, ich krieg das schon hin, inshallah. Den Keks eben gegessen, den meine Enkelin mir hier empfohlen hat. Tatsächlich, ich habe sie gefragt, wo sie die hat, aber ich weiß jetzt nicht genau, was steht mal drauf eigentlich. Wir lieben die
Omeletti. Ich denke mal, die haben das von Kirmes mitgebracht, auf dem sie waren. Einen Keks habe ich jetzt zu mir genommen und dann wollte ich noch mal ein bisschen wieder hier aufräumen. Einmal das weg. Einmal hier rein. Und das da oben hin. Der Teller kann auch hier rein. Und Ketchup muss im Kühlschrank. Wasser trinkt, glaube ich, jetzt keiner hier ohne Kohlensäure. Aber was mache ich damit? Also im Norden sind noch ganz viele Wasserflaschen angebrochen. Keine Ahnung warum. Hier ist auch ein Bilderrahmen kaputt gegangen. Guckt mal. Hier. Keine Ahnung, der soll wahrscheinlich im Müll, aber liegt nicht im Müll. Irgendwie Atelier, ja, denke ich mal. So. Die Maschine ist fertig und diese Wärmflasche brauchte Janet. Hat sie hier hingelegt. Ich weiß nicht, was ich für das Essen kochen sollte. Ich werde Janet mal fragen. Weiß ich nicht, ohne Fleisch ist schon echt doof. Wenn ich bei Penny kaufe, ist es nicht heller. Mache ich ohne Fleisch, findet mein Sohn das, glaube ich, auch nicht so gut. Sind dann die Teller noch? Da, ne? Keine Ahnung. Kartoffeln habe ich noch von gestern, aber ich würde trotzdem mal reinmachen, weil was weiß ich nicht. Aber bei diesen Türken will ich nicht nochmal kaufen, ne? Was mache ich denn bloß? Keine Ahnung. Es ist auch schon wieder spät und ich habe immer noch nichts eingestellt. Nur den 13 Uhr Vlog und 12 Uhr im Laber-Video habe ich total verplant. Ja, das habe ich vergessen einzustellen. So. Tasche, Kopftuch, das. Das nehme ich mal aus. Alles gut gewaschen, ich habe die Tasche reingemacht, mein Kopftuch und das Ding mal auf Spülen gemacht. Das ist jetzt auch fertig. Und dann werde ich das einmal hier hinhängen, aber hier ist immer noch nichts an, ne? Fußbodenheizung ist immer noch aus. Ich weiß nicht warum. So. Dieses Ding kann einmal hier trocknen. Mein Kopftuch riecht auch gut. Das hänge ich mal hier mit hin. Und die Tasche. Wenn jetzt wenn du trocknest. Die müsste ich jetzt auch mal irgendwo hinhängen so. Das werde ich mal hier nehmen, damit das trocknet. Die hatte ich mal bei Woolworth gekauft, glaube ich, die Tasche, bevor ich in die Türkei geflogen bin. So, das letztes Jahr hänge ich jetzt woanders auf. Das hänge ich jetzt mal hier hin. Genau. Hier ist es fast wärmer als in Argelias Zimmer, komischerweise, aber wahrscheinlich, weil ich mich hier auch aufhalte, ne? So. Ja. Diese Kopftücher wollte ich eigentlich mitnehmen, aber ich habe es vergessen, ne? Meine Mütze liegt hier auf, die ist okay, aber mein schwarzes Kopftuch hätte ich schon gerne mitgenommen. Egal. So. Was machen wir jetzt? Weiter schneiden. Müll muss Janet gleich nochmal rausbringen. Und dann können wir auch langsam los, wenn ich alle Videos eingestellt habe. Würde ich mal sagen. Du lädst noch. Okay. Habe ich alles gewaschen, was ich waschen wollte? Für die Reise. Brauche ich noch irgendwas? Ich habe schon meinen Pass und so habe ich auch alles rein. Und so alles überprüft drin war es natürlich, aber nochmal alles überprüft. Ich habe noch ein paar Papiere hier gehabt, die ich mitnehmen will. Die habe ich eingeordnet. Das habe ich schon alles ohne euch gemacht, natürlich. So. Jetzt ist mir hier alles runtergefallen. Nicht 8 Kilo,
ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber allein das Ding wiegt ja schon über 8 Kilo, oder? Da stehen auch die Maße. Ich kann ja mal gucken. Jetzt würde ich das einmal mitnehmen und dann wiederbringen. Aber nee, egal. Egal. So. Ist mein Kleid wieder runtergefallen. Ja, im Dezember wieder um 18 Uhr. Und ich habe auch noch im Dorf auch noch so Taschen. Die Maße stehen da. Ich glaube, das ist zu groß für Handgepäck. 8 Kilo. Ja. Wäre von der fast nichts da auch. Dann brauche ich hier nichts mehr raus. Wäre jetzt noch offen. Sonne kommt raus. Vielleicht würde meine Tasche draußen trocknen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Sonne wir da haben. Boah, das ist aber schon wolkig, ne? Ich hoffe ja nicht, dass die Tasche das bei dem bisschen Sonne hier gerade. Ne, es ist auch echt kalt, ne? Also es ist schon sehr kalt. Ohne Sonne bleibt das bestimmt nass. Okay. Nö, das wird nichts. Ich muss auch meinen 14 Uhr Vlog jetzt einstellen. So. Ja. Gut, meine Lieben. Also, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns für heute und natürlich werde ich gleich den nächsten Vlog starten. Ich bedanke mich, dass ihr mich auf meiner letzten Reise jetzt durch Europa, durch das letzte Ziel in Frankreich, in Straßburg noch einmal begleitet habt. Ich danke, dass ihr immer so fleißig kommentiert und dass ihr mich unterstützt für diejenigen, die das tun. Und ich hoffe, dass wir uns morgen in alter Frische wiedersehen. Mich würde das jedenfalls freuen. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass ihr auch eine schöne Ferienzeit verbringen könnt. Hier in Hamburg haben wir ja noch bis zum Ende dieser Woche Ferien. Und dann geht auch hier der Stress des Alltages für die Kinder wieder los. Und dementsprechend glaube ich, dass viele noch im Herbsturlaub sich befinden oder gerade zurückkommen. Und wenn das der Fall sein sollte oder auch wenn ihr zu Hause geblieben seid, hoffe ich, dass ihr euch erholt habt und dass ihr noch eine schöne Restzeit mit euren Familien, Freunden, Kindern verbringen könnt. Bedanke mich fürs Zuschauen durch unsere Europareise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich habe nicht immer alles nach eurer Zufriedenheit füllen können. Das ist aber leider in der Natur der Sache gewesen, dass ich oft den Ton rausgenommen habe, dass ich oft auch verpixeln musste, dass ich oft auch ja, das ein oder andere nicht gezeigt habe, was vielleicht andere YouTuber zeigen, die auf Reisen gehen. Das liegt nicht in meiner ja, Priorität. Für mich zählt einfach nur die Kamera auf mich, auf meine Familie eventuell oder auf mein Leben gerade in dieser Situation zu halten. Manchmal muss ich, wie gesagt, den Ton rausnehmen, weil einfach Musik läuft, weil wir uns unterhalten. Es ist mega anstrengend, ständig nur Teile zu wegzuschneiden mit der Musik zum Beispiel, dass man dann einen Teil offen lässt und den anderen dann wieder wegnimmt. Unterhaltungen, die privat sind, die ihr nicht hören, das ist einfach viel einfacher für mich, die ganze Zeit den Ton rauszuholen und es online zu stellen. Ich weiß, es ist dann vielleicht auch langweilig, das kann sein, aber letztendlich ist es für mich eine Erinnerung an diese Reise. Nichts anderes soll es sein und ich hoffe, dass ihr ja trotzdem ein bisschen Spaß hattet, mich durch Paris, durch Lyon, durch Monaco, durch Sanremo, durch Straßburg und dann auch noch durch die Schweiz zu begleiten. Und wünsche euch nochmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, inshallah. Tschüss!